Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr wisst ja, ich mag den Babyboomer überhaupt nicht. A, weil er mir persönlich nicht gefällt. B, weil ich immer Probleme hatte, den umzusetzen. Und C, ja, er ist mir persönlich zu schwer zum Arbeiten. Und wenn ich mir noch so viele Videos angucke, ich kriege den einfach nicht gescheit hin. Trotz alledem stelle ich mich jedes Mal wieder der Herausforderung und auch heute wird es ein Babyboomer. Zuerst werden aber die Nägel ordentlich vorbereitet. Gerade bin ich noch dabei, die Nagelhaut zurückzuschieben. Dann wird natürlich die Nagelplatte anmattiert und die Nagelhaut von der Nagelplatte entfernt. Ich benutze zum Entfernen der Nagelhaut einen Diamantfräserbit. Den Link dazu setze ich euch unten in die Infobox. Mein Bit ist von Jolifine. Das ist ein mittlerer Diamantbit und damit komme ich gut zurecht. Und jetzt wird die Nagelplatte anmattiert, damit auch dann die folgenden Gele ordnungsgemäß halten. Kürzen brauchen wir hier nichts. Ihr seht ja, die Nägel sind sehr, sehr kurz. Als Feile benutze ich hier eine Wechselfeile von Jolifine in der Stärke 180 Grit. Und auch da setze ich euch gerne den Link in die Infobox. Nachdem alle Feilarbeiten abgeschlossen sind, wird der Feilstaub gründlich entfernt. Und im nächsten Schritt probieren wir die Tipps. Das heißt, ich suche aus, welche Tipps wo am besten passen. Ich klebe jetzt die Tipps mit einem handelsüblichen Nagelkleber. Nicht wundern, diese Tipps hier haben eine sehr große Klebefläche, deshalb sitzen die ziemlich weit hinten. Beim Aufkleben der Tipps achte ich darauf, immer, nicht zu viel und nicht zu wenig Kleber, damit er nicht unnötigerweise rausquillt. Und ich halte den Tipp dann für ca. 5 bis 10 Sekunden auf dem Nagel gedrückt fest. Nach einer Wartezeit von ca. 2 Minuten werden dann die Tipps mit dem Tippcutter gekürzt. Wegen der Länge lasse ich meinen Gegenüber immer noch mal kurz drüber schauen, bevor ich dann den Rest einkürze. Nach dem Kürzen geht auch schon das Feilen weiter. Hier bestimme ich die Endlänge und die Form. Dann wird der Übergang zwischen Naturnagel und Tipp angefeilt, sprich, dass keine Stufe mehr ist. Und der Tipp wird anmattiert, damit auch dann das Gel drauf haften kann.
Auch jetzt ist es wieder wichtig, alle Pfeilspuren gründlich zu entfernen, eventuell nochmal nachzuarbeiten. Und wenn dann alles zufrieden ist oder ihr zufrieden seid, geht es auch schon los. Ich verwende hier einen Primer von 99 Nails. Das ist ein säurefreier Primer. Den trage ich im Bereich des Naturnagels auf und lasse ihn an der Luft trocknen. Das nächste Gel, beziehungsweise das erste Gel, ist hier eine Rubber Base von Lönnies Nail Shop. Die wird in einer dünnen Schicht aufgetragen, mit dem Pinsel gut einmassiert und dann ausgehärtet. Wir arbeiten heute einen Babyboomer und deshalb benutze ich jetzt ein Weiß als nächstes Gel. Das ist von Laveni ein Boomer White. Das habe ich mir aber etwas, ja, mit einem anderen Weiß, ja, wie soll ich sagen, ich habe mir das ein bisschen so aufgehübscht und das Boomer Weiß, das Originale war mir einfach zu durchscheinend. Da musste ich 3-4 Mal drüber, um ein richtiges Ergebnis zu erzählen, also was mir gefallen hat und meinem Gegenüber. Und deshalb habe ich hier ein anderes Weiß noch untergemischt. Ich trage mir das Weiß jetzt im vorderen Bereich auf. Und dann wird es mit dem Ombre-Pinsel nach hinten ausgestrichen. Dieser Schritt wird zweimal hintereinander vollführt, damit das richtig schön deckend ist. Um den Boomer-Effekt zu erreichen, trage ich jetzt ein Fiberglasgel, ein Make-up-Fiberglasgel auf. Und zwar müsste das Make-up Medium sein. Das trage ich im hinteren Bereich auf, verziehe es mir nach vorne und verstreiche es ins Weiß.
Ich habe mir angewöhnt, noch eine Schicht von einem Fiberglasgel Milky White drüber zu setzen, denn so habe ich keine harte Kante und kann den Übergang zwischen dem Make-up und dem Weiß etwas verblenden. Und außerdem kann ich somit auch den vorderen Bereich auffüllen, wo ja das Weiß ist. Ja, logisch. Jetzt wird die Spitzschicht abgecleanert und der Aufbau kann befeilt werden. Der Vorteil, wenn ich jetzt zum Beispiel über dem Weiß noch das Milky White setze, ist, dass ich beim Befeilen des Aufbaus mir das Weiß nicht wieder runterfeile. Das ist mir nämlich so häufig passiert und ich habe mich da echt schwarz geärgert. Aber mit dieser Methode Milky White drüber passiert mir das höchst selten. Wir befeilen jetzt aber trotzdem erstmal den Aufbau und machen dann alle weiteren Schritte. Nachdem alle Feilarbeiten abgeschlossen sind, wird der Feilstaub vom gründlichsten entfernt. Ganz so dackelig sollte dann der Babyboomer doch nicht sein. Deshalb habe ich hier einen Versiegler aus der Pinselflasche aufgetragen, ohne Schwitzschicht, und lege dann die Steinchen dort ein. Das ist gar nicht so einfach, denn oftmals verrutschen dann die Steinchen, bis man fertig ist. Ich habe dann hier, leider sind wir da aus der Kamera rausgerutscht, immer mit meiner Mini LED-Lampe kurz angehärtet. Was man auch nicht sieht, ist, dass sich dann immer wieder punktuell neues Gel, also neuen Versiegler in Punkten draufgesetzt habe, um die Steinchen einzusetzen. Und wenn dann alle Steinchen sitzen, wird komplett ausgehärtet. Und das ist das fertige Endergebnis. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bye bye, eure Katrin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.